was den MDAX angeht, technisch gesehen den Nachteil. Weil wir jetzt Samir Boyer da und der Wolkentrader, steigen wir ein in die technische Analyse und steigen wir gleich ein, Samir, in den DAX. Vergangene Woche, Mitte der Woche, hatten wir einen heftigen Rücksetzer erlebt. Zum Wochenende hin zumindest die schlimmste Scharte wieder ausgewetzt. Wie ist die Situation momentan in der ersten Börsenreihe? Ja, wunderschönen guten Morgen, Andreas, und wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Ja, genau. Also letzte Woche haben wir ja zumindest mal erwartet, dass ja die erwartete Konsolidierung soweit ihren Weg geht. Aber entsprechend nach diesem starken Rückgang oder anders formuliert nach den starken, schwachen Eröffnungen mit einer sogenannten Kurslücke bis in den Bereich knapp bei 11.600 Punkte wurde dann aber in der abgeschlossenen Handelswoche komplett die aufwärts intakte Trendbewegung wieder aufgenommen. Und somit ist im Großen und Ganzen in der abgeschlossenen Handelswoche auch nicht viel passiert. Wir sind jetzt erst einmal, was die charttechnische Situation betrifft, weiterhin vollkommen intakt. Da gibt es also auch entsprechend keine Trendbrüche, sondern wir reden davon, dass also der Markt an sich weiterhin relativ stark überkauft und auch überhitzt ist. Aber die Konsolidierung oder auch die etwas stärkere Korrektur lässt weiterhin auf sich warten. Somit gibt es erstmal charttechnische Unterstützung im unteren Bereich. Die liegen also knapp bei 11.595 Zähler, bedeutet mit anderen Worten, die erwartete stärkere Korrektur kann nur dann eingeleitet werden, wenn zumindest mal nachhaltig das letzte Tief der abgeschlossenen Handelswoche nach unten unterboten wird. Dann wäre natürlich durchaus auch weiterhin die Ziele auf der Unterseite Richtung 11.000 Punkte zu suchen. Solange der DAX aber aktuell überhalb dieser Marke von 11.595 arbeitet, dürfte der DAX mit größter Wahrscheinlichkeit seitwärts tendieren und somit seine Konsolidierung erstmal auf relativ hohem Niveau weiterhin ausdehnen. Dann schauen wir gemeinsam nach Amerika. Leicht positive Vorzeichen dort am Freitag. Wie ist die Situation? Genau, also Dow Jones hat mustergültig seine Konsolidierung soweit eingeleitet. Wir haben also in der abgeschlossenen Handelswoche, da hatten wir schon darüber gesprochen, dass da zwei hartnäckige Widerstände, einmal um 18.150 und dann entsprechend einmal das neue Allzeithoch, will heißen, dass also um 18.250 es notwendig ist, um einen intakten Trend weiterhin auszudehnen, diese Marke nach oben rauszunehmen. Dies blieb weiterhin aus und der Dow Jones konnte erst einmal seine Konsolidierung im unteren Bereich, bedingt durch diese starke Aufwärtsbewegung nach unten hin fortsetzen und somit sind wir erst einmal charttechnisch das zweite Mal an der Marke um 17.600 Punkte abgeprallt. Das bedeutet, wir sind jetzt erstmal wieder dabei, technisch nach oben hin auszudehnen. Man muss aber allerdings auch hier ganz klar nochmal den Blick auf diese Marke von 17.600 Punkte notieren. Sollte in dieser Woche diese Marke erneut getestet werden, bleibt die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir nochmal tiefere Tiefs sehen. Das bedeutet, dass wir diese große Seitwärtsbewegung zwischen 17.000 und 18.000 Punkte ansteuern. Mit anderen Worten, wenn also die 17.6 fallen sollte, dürfte das nächste Ziel im unteren Bereich die Marke um 17.000 Punkte auf der Unterseite notieren. Bleibt der Dow Jones über der Marke von 17.6, dürfte erneut nochmal die Oberkante angesteuert werden. Mit anderen Worten, wir könnten also diese Woche durchaus nochmal die hartdicken Widerstände zwischen 18.150 und 18.250 ansteuern. Erkennen Sie eigentlich einen Trend beim Goldpreis? Ja, es gibt immer einen Trend an den Märkten. In diesem Falle haben wir einen sogenannten Seitwärtstrend. Das bedeutet, wir haben also keine starken nachhaltigen Hochpunkte im oberen Bereich. Wir haben auch keine starken Tiefpunkte zu den letzten Bewegungstiefs, sondern ganz im Gegenteil, wir bewegen uns im Großen und Ganzen zwischen der Marke von 11.130 Dollar auf der Unterseite und auf der Oberseite wäre dann die äußerste Spitze knapp 11.300 Dollar. Wir sind also hier nach wie vor in der Bildung von einer sogenannten Seitwärtsbewegung oder einer Bodenbildung mit der Tendenz, dass natürlich auch der Goldpreis früher oder später, und das wird mit Sicherheit der Fall sein, ein sehr, sehr starker Trend ausgedehnt wird. Die Frage bleibt natürlich abzuwarten, ob sie aufwärts gerichtet sein wird oder abwärts gerichtet. Ich bleibe weiterhin mit meiner Meinung, solange die Marke um 11.130, 11.140 Dollar nach unten nicht rausgenommen wird, bleibt die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir in diesem Jahr erneut die Ziele 1.300 Dollar sehen und sogar noch ein neues Jahr hoch, also die Marke um 1.380 Dollar auf der Oberseite ansteuern werden. Und beim Ölpreis, wenn Sie sagen, man erkennt immer einen Trend, ist der Trend dann seitwärts gerichtet oder ja, zumindest kurzfristig schon ein kleiner Aufwärtstrend wieder?
Genau, also tendenziell ist es so, dass wir diesen starken Abwärtstrend, den wir im letzten Jahr gesehen haben, also in diesen 6 Monaten, wo wir knapp 60% abgegeben haben, zumindest mal der Abwärtstrend gestoppt worden ist und somit der Ölpreis dabei ist, seinen Boden zu bilden. Wir sind sehr, sehr gut unterstützt im unteren Bereich auf der Marke, also zumindest mal beim WTI um 41 Dollar. Da sind wir also nicht nachhaltig drunter gelaufen. Somit bleiben wir erst einmal in einer sogenannten Seitwärtsbewegung oder in einer Bodenbildung mit der Tendenz, dass wir diese starke Abwärtsbewegung, die wir in den vergangenen Monaten gesehen haben, zumindest mal technisch nach oben hin ausdehnen. Das bedeutet, es kommt also grundsätzlich nach einem relativ starken Abverkauf auch eine starke technische Gegenbewegung. Bleibt also der Ölpreis über der Marke von 41 Dollar, bleibt die Wahrscheinlichkeit entsprechend relativ hoch, dass wir hier erneut nochmal die Ziele 55 Dollar und sogar bei einer sehr, sehr starken Aufwärtsbewegung Richtung 65, 70 Dollar nochmal nach oben ausdehnen. Charttechnische Analyse für wichtige Indizes und Rohstoffe. Dankeschön, Samer Buyadan.